Hi, na? War random. Na toll. Gute Arbeit heute. Es ist schon Herbst. Eigentlich sollte es etwas kühler sein, stimmt's? Da klappt es mit meiner Forschung sehr gut. Du hast mir wirklich geholfen. Ich wollte mit dir reden, aber hast du Zeit? Ja. Ja! Eine Pause wäre gar nicht so schlecht. Hilfst du Marui bei seiner Forschung? Na klar. Boosten. Mist. Naja, gut, ich kann ja gleich noch am Abend boosten, ne? Ihm muss ich ja nicht boosten. Wo wir schon Zeit haben, können wir in dem Café reden, in dem du wohnst. Ich liebe den Café dort. Ich zieh mich noch an, dann können wir los. I'm sorry. Dass ich so plötzlich erscheine. Du hast wohl echt ein Händchen für Kaffee. Bleh. Der ist fantastisch. Wolltest du nicht reden? Naja, eigentlich. Es geht um die Forschung, über die wir geredet haben. Ich fasse alles in einer Arbeit zusammen. Es geht in letzter Zeit sehr gut voran, nicht zuletzt dank dir, aber ich stecke wohl wieder fest. Also tut es mir leid, dich zu stören, aber ich würde mich freuen, wenn wir nochmal darüber reden. Können wir machen. Thank you. Ach, wirklich? Danke. Du bist echt meine Rettung. Ich wollte unsere Herzen besser verstehen, damit ich allen helfen kann, denen Leid zugestoßen ist. Ich habe dir bereits gesagt, dass das der Sinn meiner ganzen Forschung war, oder? Nur dank dir habe ich es mit meinem Projekt so weit geschafft. Aber aufgrund dieses Fortschritts ist mir ein Problem aufgefallen, das vielleicht unlösbar ist. Selbst wenn meine Forschung vorangeht und wir ein Wundermittel gegen psychologische Wunden finden, kann ich angesichts der aktuellen Lage nur die Leute in meiner nächsten Umgebung retten. Ist das nicht genug? Das stimmt wohl, es ist besser als gar niemanden zu retten. Aber damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Es gibt ja so viele, die leiden und sich niemandem anvertrauen oder den Schmerz herauslassen können. Es ist eine schmerzhafte, grausame und bittere Welt und alleine kann man nicht viel dagegen ausrichten. Ich hatte es ja schon erwähnt, als Therapeut sieht man diese schmerzhafte Wahrheit noch deutlicher. Ich glaube, unser aktueller Ansatz geht einfach nicht weit genug. Tief in mir halte ich es nicht für genug, nur Leuten in meiner Nähe zu helfen, einigen unter Milliarden. Ich möchte Menschen dabei helfen, ihr Leiden zu beenden. Das Herz kann unzähligen Schmerzen ausgesetzt sein. Wir haben unzählige Gegenmaßnahmen zur Hand. Wie gesagt, es gibt Leute, die Hilfe brauchen, aber nicht darum bitten oder darüber reden können. Selbst wenn wir das menschliche Herz komplett verstehen würden und wirksame Therapien hätten. Warum sind hier so viele Kingdom Hearts Gespräche eigentlich? Wäre das wohl nicht genug, um Traumata endgültig zu besiegen? Und das ist mir wohl klar geworden. Was können wir denn tun? Ich habe die Frage nicht aus meinem Kopf bekommen, aber ich finde keine Antworten. Das kenne ich so nicht. Können wir doch nur alle Herzen ansehen und die Ursachen der Leiden diagnostizieren und entfernen. Das klingt wie etwas aus einem Traum. Lass mich so sagen. Therapien dauern lange, weil man jeder Person genau zuhören muss, nicht wahr? Ich denke nur, es wäre besser, wenn es einen Weg gäbe, jedermanns Kognition schneller und genauer zu verstehen. Jedermanns Kognition. Wie wichtiger, was ist dieses Mementos? Wird Zeit, dass du uns so einiges erklärst. Mementos ist der Palast von allen. Stell es dir als kollektives Unterbewusstsein vor. Nein, vergiss es, das verstehst du nicht. Das wäre aber unmöglich. Vielleicht ist es uns nicht bestimmt, die Herzen aller Menschen zu verstehen. Habe ich etwas Falsches gesagt? Was wäre, wenn sie verbunden sind? Wo kam das denn jetzt her? Klar, sie können sich verbinden, aber... Nein, warte. Hast schon recht. Mein Gott, du hast recht. Das ist es. Das ist es alles. Das kollektive Unterbewusstsein. Unterbewusst verbundene Herzen bedeuten geteilte Sinne der Menschen. Das ist dumm. Es ist so einfach. Warum ist mir das nicht früher klar geworden? Ja, genau. Und wenn ich das mit der Theorie kombinieren kann, die ich prüfe, landen wir bei Psychognistik. Brütig. Psychognistik? Was ist damit? Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Ich forsche im Bereich der Psychognistik. Ah, aber es tut mir leid, ich muss los. Das muss in meine Arbeit, solange es noch frisch ist. Ich wusste, dass es sich lohnen würde, dich dazu zu holen. Danke. Ich schwöre, ich werde mich revanchieren. Große Dankbarkeit. Cool. Rang 6. Alright. Alright then. Ich muss los. Tschüss.
Oh, Orakun? Sorry für meine Eile. Puh, so plötzlich. Wohin? Beruhig dich. Tut mir leid, ich bin vor lauter Adrenalin den ganzen Weg zur Station gerannt. Ich bin aber total außer Form. Ich muss echt was tun. Du hast mir jedenfalls geholfen, etwas Wichtiges zu verstehen. Die Antwort lag genau vor mir und ich konnte sie nicht erkennen. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Nach aller Hilfe will ich sie beenden. Im Ernst, danke. Tschüss. Ich plattiere jetzt mal Valhalla. Viel Spaß! Brrrr. Kingdom Hearts. Hey! Hey! Mega Peace-Dünger. Fandest du es dir anscheinend richtig wichtig? Ja, klar. Blum. Yes. Einfach so ein anstrengendes Tutorial. Roxas halt, ne? Jihaya, Oya. Made Café? Oder Sojiro? Sojiro ist ja wie Made Café. So, ich habe mir gar nicht überlegt, wen ich jetzt überboosten will. Mit Futaba haben wir immer noch nichts gemacht, ne? Mann. Kasumi möchte. Na gut, Yusuke ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Ja, ich habe Yusuke, was soll's. Oh ja, juckt halt nicht so, ne? Keine Ahnung, ob Yusuke coole Belohnung hat, aber bei ihm ist es so, er ist mein Teammate, so, den will ich halt schon irgendwie auf Stufe 10 bringen. Ma. Ich bin ja so zufrieden. Zwielichtiger Straßenhändler. Du nervst, Mann. Wenn wir diesen brandneuen Produkt wieder gut machen. Frage mal anders. Nichts vor oder Dinge. Ich bin einfach dumm lieb, weil ich kann nicht aus Ungnade mehr. Ach, keine Ahnung. Ja. Sojiro. Ja, doch schon, oder? Ich fühle es, Sojiro. Was braucht der nochmal? Nee. In dem Sinne sowieso mal gucken, auf welchem Level der eigentlich so ist. Ich glaube, der ist auch fast ganz unten. Nein, ist er nicht. Er ist fast ganz oben. Rang 4 ist der erst. Mein Beileid. Papst, Moment. Hiro. Du wirst merken, warum erst Rang 4. Dann gibt's ja nicht kein Velvet Room. Was soll das denn? Justine, you handle this. These are the paths you walk. Ja, Anso braucht man mal für irgendwas. Kaufe ich wieder. Dem vertraue ich. In Persona 3 gibt es nur einen Ort zum Velvet Room. Aua. 42% übrigens. Geile Zahl. Dann musst du für die keine Fahrkarte kaufen. True. Naja, kommt drauf an, wo ich bin, ne? Nee, überall sind schon welche. Aber es kann immer mal sein, dass ich dumm bin und einfach dann woanders hingehe. Aber Kaffee. Kaffee? Was? Geld. Kaffee. Ich habe Kaffee gelesen. Ich habe Kaffee gesagt. Ich wollte sagen, aber Geld. Freue nicht. So. Was geht ab, Sojiro? Kannst du näher kommen? Geilo.
Na klar. Alright then. Futaba kommt heute auch zum Essen. Sehr schön. Ich kümmere mich um das Curry. Den Kaffee überlasse ich dir. Ich liebe Curry. Puh, ich bin voll. Wie war das Curry, Futaba? Köstlich. Ich werde heute Nacht davon träumen. Schmeckt es genauso wie früher? Jau. Ich komme mir so dumm vor, weil ich es nicht essen wollte, als ich wegen Mama traurig war. Oh, heute läuft die erste Folge von dieser neuen Anime-Serie. Ich bin weg. Und achte beim Gehen auf den Weg. Kein Herumträumen. Bei deinem letzten Spaziergang bist du gegen einen Pfosten gelaufen. Du hast ja neulich selbst ins Jahr an der Kommode gestoßen. Mist, es geht los. Tschö, bitte. Und ach egal, bis dann. Tschö, bitte. Rang 5 ist erst nach Futabas Palast verfügbar. Ah, okay. Ja gut, ne? Ergibt Sinn, wenn Futaba kommt. Ich fand es köstlich. Wie hat es dir geschmeckt? Ich liebe es. Und dich. Oh, ich freue mich, wenn ich ihn dann auf Stufe 9 daten kann. Wirklich, du hast einen guten Geschmack, wenn du dieses Curry zu schätzen weißt. Es gibt etwas, das ich dir sagen sollte. Hier, setz dich. Ich gieße dir Kaffee ein. Yeah. Weißt du noch, als ich meinte, ein Genie habe sich diese Gewürzmischung ausgedacht? Dieses Genie war Futabas Mutter Wakaba. Anders gesagt, dieses Curry ist eines der letzten Dinge, die Futaba an ihre Mutter erinnert. Ich begegnete Wakaba während meiner Arbeit für die Regierung. Sie hatte es wirklich in sich. Logisch stand bei ihr über dem Gefühl. Ihr Wissen über den menschlichen Geist war unglaublich. Ich hielt meine Anmachsprüche für die besten, aber bei ihr wirkte kein einziger. Oh Gott. Da bist du, Junggeselle. Was kannst du laut sagen? Sie war nicht einfach zu verstehen. Es war schwer, mit ihr mitzuhalten. Aber Männer sind Idioten. Wir jagen hinter Dingen her, die unerreichbar sind. Wakaba wies mich wieder und wieder zurück. Doch einmal konnte ich sie überraschen. Und zwar, als ich ihr mein hausgemachtes Curry zubereitete. Gleich am nächsten Tag fragte sie nach den Zutaten und dem Kochvorgang. Einige Tage später gab sie mir eine wissenschaftlich optimierte Version meines Rezepts. Es war unglaublich. Sie hatte mein Curry als Grundlage genutzt, nur war es so viel besser. Von da an war das Curry Wakabas Spezialität. Natürlich liebte Futaba es ebenso. Doch nach Wakabas Tod hörte sie auf, es zu essen. Der Geschmack brachte den Schmerz zurück. Gerüche sollen Erinnerungen auslösen können. Aber dieses Curry war meine einzige Verbindung zu Futaba. Darum schwor ich, das Rezept zu bewahren, bis sie es wieder essen würde. Am Ende hat es sich ausgezahlt. Ja, ich war so erleichtert, als sie meinte, es sei köstlich. Die Idee, das Curry mit einem schönen Kaffee zu kombinieren, geht auch auf Wakaba zurück. Trotz ihrer Introvertiertheit besaß sie einen scharfen Blick für ihr soziales Umfeld. Meine Liebe zum Kaffee entdeckte sie allein durch ihre Beobachtungsgabe. In diesem Moment erkannte ich, dass ich ihr nicht gewachsen war. Nicht, dass ich bei ihr eine Chance gehabt hätte. Damals gab es ja bereits Futaba. Für die meisten ist es nur ein altes Curry-Rezept, doch es stecken so viele Erinnerungen darin. Also halt die Tradition hoch, in Ordnung? Cool. Schöne Story. Sotiris Confident ist super. Arme Sumi. Sumi mit Sojiro betrügen. Alright. Für heute genug davon, das werde ich hier noch rührselig. Futaba wartet auf mich, ich sollte lieber nach Hause gehen. Räum den Laden auf, bevor du schlafen gehst. Ach, und noch ein bisschen Güte gratis dazu. Ich vergesse es immer wieder. Hey, ich bin's. Ich bin immer noch unten. Nein, ich bin's. Bist du fertig mit Aufräumen? Futaba schaut immer noch Anime. Cringe. Solange es ihr gut geht, soll es mir recht sein. Wenn ich sie so glücklich sehe, bin ich froh, dass ich Wakabas Curry aufgehoben habe. Ich sehe noch eben noch Wakabe. Oder habe ich immer falsch vorgelesen? Oder habe ich Wakaba vorgelesen? Ich bin verwirrt von mir selbst. Es wird nur zum Problem, wenn sie dreimal am Tag danach fragt. Brauche eine ausgewogene Ernährung. Genau, das ist mein Problem. Futaba ist noch im Wachstum. Ich muss streng bleiben. Sie muss ausgewogene, vitaminreiche Sachen essen, nicht nur Curry. Aber oh Mann, dieser Ausdruck auf Futabas Gesicht, als sie das Curry probiert hat. Ach egal, vielleicht bleibe ich beim Curry als Basis und schiebe ihr ein bisschen Gemüse unter. Ach, kochen kann wirklich ein Liebesbeweis sein. Ach Mist, ich rede zu viel. Bis später, schätze ich. Wakaba ist richtig. Dann war ich wahrscheinlich einfach nur dumm. Und wenn ich es doch richtig vorgelesen habe die ganze Zeit, dann war ich dumm, weil ich dachte, ich habe es falsch vorgelesen. Ende vom Lied, ich bin dumm. So, der stellvertretende Direktor wirkt zurzeit ziemlich angespannt.
Der stellvertretende Direktor hat einer Klassenkameradin von mir die Empfehlung wieder entzogen. Der stellvertretende Direktor hat in letzter Zeit eine echt große Klappe. Das nervt. Wenn wir nächstes Mal nicht gewinnen, machen die uns fertig. Es steht schon wieder das nächste Turnier an, aber wir haben keine Chance. Der stellvertretende Direktor hat sich meinen Kugelschreiber in den Popo gesteckt. Ja, schlimm, ne? Also, das Stück dieses tschechischen Autors. Was glaubst du, was die Phantomliebe wegen Okumura machen? Ist eine wichtige Arbeit der Literaturgeschichte, weil hier der Begriff Roboter erstmals vorkam. Ist doch klar, er braucht einen Sinneswandel. Diese korrupten Unternehmen sollten pleite gehen. Hey, du bist gerade im Unterricht. Hör auf, über Okumura und die Phantomliebe zu reden. Mann! Du da, du hast wenigstens zugehört, oder? Roboter geht auf ein tschechisches Wort zurück, aber wo in Europa liegt die Tschechische Republik? Muss ich jetzt, darf ich jetzt Kroatien anklicken? Was sagt das Netzwerk? 7% sind blöd. Alles klar? Ja, wo sind das? Genau. Jetzt kommt ja bald der Vlog, Leute. Ich arbeite dran. Ich habe noch nicht dran gearbeitet. Doch, ich habe Bilder vorbereitet, aber das war alles. Die Tschechische Republik liegt in Mitteleuropa. Der Begriff Roboter kommt vom tschechischen Wort Robota. Robota heißt wörtlich übersetzt Sklavenarbeit. Ich sehe eine Verbindung zwischen das und dem aktuellen Palast. Boah, er wusste es. Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob er... Sklavenarbeit hat einziger Zweck. Selbst vom Ursprung ihres Namens her sind Roboter zu bemitleiden. Naja, man könnte argumentieren, dass wir nicht so anders sind. Wir müssen arbeiten, um zu leben. Ja, du auch, Klassenlehrerin. Karl-Wirk Möhle. Wie dem auch sei, wenn Okumura andere nicht als Menschen ansieht, braucht er einen Sinneswandel. Ja, hier ist die Lehrer, die Sklavin der Bildungspolitik und abends ist sie meine Sklavin. So! Wir haben noch 20 Tage. Oh nein. Maruki direkt weiter? Ich hab Bock noch ein bisschen weiterzumachen. Das war ein Schreckenschrei, dass er nicht direkt auf Dings ist. Was mache ich denn hier? Ah. So. Dann halt Booste. Ich hoffe, es reicht dann auch. Denn sonst raste ich aus. What shall we do? M wie Maruki. Ganz unnützer. Die Bedeutung kostet genauso wie beim letzten Mal. Wo ist mein ganzes Geld hin? Verdammte Scheiße. What do you think? Oh, Maruki, wenn du jetzt nicht kannst, dann schrei ich. Muss ich schreien, Glück gehabt. Alright. Dann wissen wir, was zu tun ist. Gute Arbeit heute. Ist schon Herbst. Eigentlich sollte es bald kühler sein. Blablabla. Genau das gleiche wie gestern. Du hast mir die Augen geöffnet. Hast du noch Zeit für mich? Ich glaube, ich kann noch mehr von dir lernen. Ja. Eine Pause wäre gut. Okay. Danke. Ich muss so viel mit dir bereden. Los, geh schon rein. Shall we begin? Fangen wir an. Was das heutige Thema betrifft, mal sehen. Ich möchte gerne deine Meinung über die Phantomdiebe der Herzen wissen. Die den Kriminellen ihre Begierde stehen und sie wohl dazu zwingen zu gestehen. Es mag schwer zu glauben sein, aber sie interessieren mich von einem akademischen Standpunkt aus. Bist du Fan? Legst dich endlich ins Zeug. Gut schon mal. Haha, ich weiß ja nicht. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube, die Arbeit der Phantomdiebe und meine Forschung beruhen auf denselben Prinzipien. Daher möchte ich sie aus meiner Perspektive analysieren. Zum Beispiel, was ihre Methoden betrifft. Laut der Prangerkarten, die sie versenden, stehlen sie deine Begierden. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Hast du irgendwelche Vorschläge? Hm.
sie entfernen, als ob sie etwas Materielles und nichts Abstraktes wären. Wir stehen also Begierden, indem sie eine konkrete Form von ihnen wegnehmen. Nun, in diesem Fall, es wäre wohl möglich, wenn du eine Art materiellen Stellvertreter für menschliche Begierden findest. Say. Erinnerst du dich an die Geschichte mit den Keksen? Bei diesem Experiment änderte die Begierde nach den Keksen in der Tat, wie sie den Leuten schmecken. Ich glaube, wir können das auf die gleiche Art und Weise betrachten. Begierden sind nicht leicht zu erkennen, haben aber eine enorme Auswirkung auf unsere Kognition. In anderen Worten, fehlt diese Begierde, normalisiert sich die kognitive Wahrnehmung der Kekse. Erinnert dich das an etwas? Ein Sinneswandel? Right. Richtig, der Sinneswandel der Phantomdiebe. Das ist die Grundlage meiner Theorie. Sie stehlen die Begierde nicht metaphorisch, sondern direkt. Wir wissen natürlich immer noch nicht, wie sie diese Begierden stehlen, aber wenn diese Idee von greifbaren Begierden realisiert werden kann, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass man sie stehlen kann. Also in einer immateriellen Welt, die aus den Inhalten menschlicher Herzen besteht. Sie sind Diebe. Wenn sie solch eine Welt wahrnehmen könnten, könnten sie Begierden wie Schätze stehlen. Hey, glaubst du, dass ich da an was dran bin? Interessant. Denkst du das auch? Wenn es nur annähernd der Wahrheit entspricht, wäre das unglaublich. Aber solange wir keinen der Phantomdiebe direkt fragen können, werden wir es wohl nie erfahren. Level up. Wie hast du die Karten gerade genannt? Ich weiß nicht, was du meinst. Und wie rumrex, verstehe ich auch nicht. Das sollte für eine solide Hypothese reichen. Ich glaube, dass meine Arbeit fast vollendet ist. Thank you. Danke. Rang 7. Bam. Er hat die Chance, dass Flow Erfolg hat. Alright. Das ist schon mal nett. Zur heutigen Technik für mentales Training. Wie wär's mit so etwas? Dank Morugis mentalem Training fühlt sich mein Verstand stärker an. Alright. Ach ja, stimmt, das kriege ich auch immer. Und hier, ein kleiner Snack geht auch immer, oder? PD-Schokowaffeln. Well, see you. Und Level 8 auch. Hoffentlich chatten wir irgendwann nochmal. In einem Chatroom, an einem Computer, in einem Forum. So. you're back. Ah, dein Rücken. Wen haben wir? Kawa. Kama Chameleon. Akechi ist natürlich immer sexy. So. Die Fumi juckt nicht. Sag ich jetzt einfach. Ich will mal Futaba haben. Voll doof. War nur einer da, aber da konnte ich nicht. Wie war das noch? Nee, warte mal. Futaba. Moment mal, konnte ich jetzt Futaba? Ja, doch, ne? War ihre Bedingung? Was war ihre Bedingung? Scheiße. Ach, ist ja auch egal. Erstmal. Ich gehe los, Bruder. Ja, schon mal catchy so, ne? Gute 4 habe ich. Okay. Was braucht er nochmal? Do. Gamer mit Skill. Gerechtigkeit. Nicht Glaube übrigens. Ha, sehr schön. Oh, zum Glück habe ich den Engel nicht weggeworfen. Futaba ist tagsüber. Ja, jetzt muss ich ja schlafen, ne? Sie ist ja noch jung. Wie alt ist Futaba? 8 oder so, ne? So, na, wie geht's? Hi, guten Abend. Ich bin eigentlich beschäftigt und warte gerade auf jemanden. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich wieder Zeit habe. Bis dahin müssen unsere Kämpfe warten. Hi. Willst du mich verarschen? Wieso wirst du dann angezeigt, du Kack? Kack. Du Kacker. Fick dich, du Kacker. Na gut, dann halt nicht. Karma Chameleon. Da war's 15. Bild. Befehlen ist jetzt 16. Hey, stimmt, ne? Ich bin ja, also eigentlich mal so Geburtstage wäre mal eine Sache.
Mäßigkeit. Habe ich. Hervorragend. Ups. Ah, mit 17. Dann gefällt's mir. Kann ich mir das Bild eigentlich so angucken, so? Sayuri. Ich höre Güte und Sanftheit. Zu Güte. Blablabla. Na komm. Der ist Geburtsjahr. So 2 Tage nach mir. Ich verstehe Tobis Verbundenheit zu ihr. So jung sind die alle noch. Ist ja wild. Vielleicht zu Kawakami anrufen. Ja. Hast du genug Geld für sie? Ah, ich weiß nicht. Kriegt eigentlich deine Wohnung mal eine Klimaanlage? Made-Outfits sind im Sommer total heiß und im Winter echt kalt. Schon praktisch. Aber naja. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich. Meister. Hey. Jo. Kuching. Thank you so much. Danke, dass du immer mich anforderst. Dann warte einfach auf mich. Listen. Weißt du noch, wie du dir neulich meine Geschichte angehört hast? Du hast ein Geheimnis von mir erfahren. Ich fühle mich seitdem bereit. Ich konnte es vorher nie jemandem anvertrauen. Also dachte ich mir, zum Dank sollte ich heute mal bei dir alles gründlich putzen. Tut mir leid, ich muss meine Pause machen. Ich will mein Geld zurück. Will sie etwas ausruhen? Ich fühle mich unglaublich gerührt, dass sich mein Meister so um meine Gesundheit sorgt. Ah, ich bin fertig. Die Erschöpfung bringt mich um. Ich bin erledigt. Das Husten hört einfach nicht auf. Ich kenne so einen Arzt. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, danke. Haha, war nur ein Scherz. Ich wollte nur ein wenig faulenzen. Vor dir kann ich eh nichts verbergen, also kannst du auch dieses Geheimnis erfahren. Ich bin sterbenskrank, ich sterbe nächste Woche. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich froh, dass du herausgefunden hast, dass ich als Maid arbeite. Kommst du klar mit diesem, in diesem staubigen Zimmer? Isst du auch immer gut? Du musst viel Gemüse essen und nicht nur diesen Instantmüll. Vitamine sind super wichtig. Achte gut auf dich, sonst endest du nur so wie ich. Ich sollte wohl mehr schlafen, mir tut es überall weh. Die Vormunde von Takase-kun brauchen mehr Geld, also... Ich habe mir mehr Schichten von meinem Boss zuteilen lassen. Muss ihn echt anbetteln dafür. Erneut, geht es dir gut? Ach nichts, mach dir doch bitte keine Gedanken. Ich fühle mich schon besser, da ich jetzt jemanden habe, der weiß, was ich alles durchmache. Na, ich rede von dir. Ich spüre, dass es nicht Level-Up nicht gibt. Fühlt sich befreit und nicht bereit. Ups. Lesen. Das wäre tatsächlich auch mal ein guter Command so. Ich verlese mich, glaube ich, ziemlich häufig. Vielleicht das mal Fubata. Dafür fallen mir selber aber immer ganz viel Rechtschreibfehler auf, so. Also jetzt nicht generell nur in dem Spiel, sondern so. Vorlesen. Du kannst Kawakami auch um Curry oder an Föderationswerkzeuge bitten. Curry. Ich esse nur das Wakaba-Curry. Ha! Namen gemerkt. Oh, meine Zeit ist schon vorbei. Ich muss zu meinem nächsten Job. Bis zum nächsten Mal also. I'll see you later then. Dass du so einen Service nutzt. Oh, ist das der Mäuse? Danke, dass du unseren Service nutzt. Dann ist es ja gut, dass ich mich beim Doktor nicht zurückgehalten habe. Endlich habe ich Hustenmedizin, die wirkt. Hey, ein bisschen aufräumen und lüften. Medizin war doch richtig. Lüften musst du schon selbst, auch wenn ich nicht da bin, okay? Wenn du nicht auf sowas achtest, wirst du irgendwann krank. Wie geht es dir? Ja, immer schon nachhaken hier. Ich glaube, es nervt sie mittlerweile schon. Ich? Ich meine, ich bin müde, aber das ist ja nichts Neues. Warte mal, wir sollen über dich reden. Wechsel nicht das Thema. Oh, aber wenn du wirklich krank wirst, kümmere ich mich natürlich jederzeit um dich, wenn du mich berufst.
Ja, endlich bin ich meinem Husten los und auf einmal bekomme ich diese Kopfschmerzen und Schüttelfrost. Corona? Für solche Zeiten wurden Energy Drinks erfunden. Ich pfeife mir einfach einen rein und beiß mich durch. Okay, bis bald. Eben noch isst dein Gemüse, ja, und jetzt so gönn dir 7 Energies, wenn du mal Kopfschmerzen hast. Wer ruft mich wieder an? Durchs Telefonerwerb. Geil! Bengalkarte. Mein Ventilator zu Hause ist total alt und laut. Ich kann mich überhaupt nicht auf Shogi konzentrieren. Ich brauche eine Klimaanlage. Aber ich kenne mich mit elektrischen Geräten nicht aus. Kannst du mir helfen? Ich gehe morgen nach Akihabara. Magst du mich begleiten? Wie war es noch? Das sind ja so unique Situationen, ne? Die sollte man eigentlich schon wahrnehmen, so. Mach das einfach mal. Okay. Das weiß ich zu schätzen. Das ist dieser Elektronikladen in Akihabara. Wir treffen uns dort. Ein Elektronikladen, ja? Ich finde es immer toll, in so große Geschäfte zu gehen. Vielleicht kann ich mir auch selbst eine Klimaanlage kaufen. Poff. Heute gar keine Schule? Ist auch rot gewesen, der Tag, ne? Feiertag. Ich wollte eine Klimaanlage kaufen, aber jetzt kommen mir irgendwie Zweifel. Oder wo die Schule es gibt, man weiß es nicht. Ich mochte Klimaanlagen noch nie, viel zu kalt. Aber ein Ventilator summt mir zu laut. Der lenkt mich nur von meinen Taktikbüchern ab. Tut mir leid fürs Aufhalten. Lass dir Zeit. Thank you very much. Schwänzzeug. Ich sollte meiner Unentschlossenheit aber nicht zu sehr nachgeben. Das könnte im Shogi vom Nachteil sein. Ich bemühe mich um rasche Antwort. Hey. Leon, so ein Zufall. Und sie ist? Woher kenne ich sie? Du bist Kitagawa-kun aus dem Kunstkurs, ja? Ich bin die Fumi Togo. Ich gehe auch auf die Kosei. Togo? Ah, die professionelle Shogi-Spielerin. Ich bin Yusuke Kitagawa. Freut mich, dich kennenzulernen. Wolltet ihr zwei auch die kühle Luft genießen? Nein, hilf mir bei der Auswahl einer Klimaanlage. Kitagawa-kun, bist du hier, weil... In meinem Wohnheim ist es so heiß. Als ob es jetzt noch warm ist. Übrigens beide 26. Leute, aber wir sehen das heute wahrscheinlich nicht mehr. Daher suchte. Ich habe gerade erstmal Suchte gelesen. Daher suchte ich nach einem Ort, an dem meine Kreativität ungestört fließen kann. Ja, eine grandiose Idee. Aber hier wäre es nicht so gut. Habe ich gerade Yusuke-Punkte bekommen? Ich gebe all mein Geld für die Kunst aus. Doch diese ewige Hitze trübt meine Kreativität. Hier kann ich die kühle Luft genießen und mich von moderner Technik inspirieren lassen. Alles klar, du weißt zu überzeugen, Kitagawa-kun. Oh, dann verstehst du auch, Togo-san. Mit einem Schwung kann die Kreativität alle Widrigkeiten durchschneiden. Ob in der Hand eines Malers oder einer Taktikerin. Was zählt, ist die wahrhaftige Tapferkeit. Die ist ziemlich exzentrisch, oder? Ein bisschen wie du. Ist das ein Kompliment? Steht etwas nicht? Nein, nicht wirklich. Übrigens, Togo-san, hast du dich für eine Kühlung entschieden? Nein, ich schwanke zwischen einer Klimaanlage und einem Ventilator. Ich tendiere zum Ventilator, aber das Geräusch würde mich stören. Ich habe einen Ventilator ohne Rotorblätter gesehen. Vielleicht passt der ja. Ein Ventilator ohne Blätter? Ich habe einen hohen Turmventilator gesehen, aus dem trotzdem Luft strömte. Beeindruckend. Dann ist es entschieden. Ich nehme so ein. So eine revolutionäre Technik inspiriert mich vielleicht zu neuen Listen im Spiel. Freut mich, dass ich helfen konnte. Darf ich fragen, was du mit deinem alten Ventilator vorhast? Ich würde ihn dir gerne abnehmen. Huh? Jeder hier gerade? Ach. Noch ein Bekannter von dir? Du kennst viele Leute. Oh, ist das nicht Bifumisan? Sie soll eine gute Wahrsagerin sein. Faszinierend. Worauf ist sie spezialisiert? Geld. Ich weiß einfach alles. That's wrong. Noch mehr Bonuspunkte. Yusuke Level Up Safe. Voll geil. Voll gut, ey. Ich kriege hier voll viele Punkte. Das gefällt mir. Nicht alles. Und ohne meine Karten sehe ich ohnehin nicht viel. Oh, aber deine eigene Aura besagt auch schon etwas. Oh, verstehe. Ihr beiden habt eine faszinierende Verbindung zu dem da. Sie ist anders als eine gewöhnliche Freundschaft. Ich spüre eine ungewöhnliche Bindung. Yusuke daten? Verstehe. Nun, da hast du nicht unrecht.
Ja, es dürfte ungefähr hinkommen. Ich kenne die Fume basically nicht. Ich habe zwar mit ihr gespielt. Du bist wirklich geheimnisvoll. Die Sterne strahlen so hell. Welch seltsames Schicksal könnte sie beide zusammenführen? Warum bist du eigentlich hier, Mifume-san? Oh, ich war auf der Suche nach Ersatz für meinen alten Ventilator. Die schlimmste Hitze ist vorbei, aber ohne überstehe ich diese Sommer in Tokio nicht. So ein Zufall, danach suchte ich ebenfalls. Die beiden helfen mir bei der Modellauswahl. So was? Noch ein seltsamer Zufall. Vielleicht führt das Schicksal uns hier zusammen. Suchen wir zusammen nach einem Ventilator. Ohne Blätter? Ha, wie soll das ohne roter Blätter funktionieren? So naiv bin ich nicht. Muss man mit eigenen Augen sehen, sollen wir? What? Was zur Hölle? Steht er ab jetzt dann immer rum bei ihr? Das wäre voll lustig. You're back. So, Tiro. Verpisst euch, ich will den Kreuzer Leute spielen. Ich könnte Mishima fertig machen. Oder Sojiro. Biepen, baben, bu, bibu. Mishima verprügeln. Mach Mishima fertig. Ja. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Dann ist er aus dem Kopf. Nie wieder mit ihm reden. Läuft denn in der Animation von Anime? Persona 3? Hast du aufregend das Phantom-Liebe-Fieber grasiert? Ich hab dir eine Frage erledigt. Vielen Dank. Ich kann einfach nicht vergessen, was Akiyama-kun zu mir sagte. Oh, und ich wollte mit dir sprechen. Hast du Zeit? Nie wieder Zeit. Ich weiß. Lass uns wenig chillen. Gehen wir in den Park. You know, I've been thinking about what Akiyama-kun said to me. Jetzt wieder synchronisiert. I've changed. For some reason, I couldn't bring myself to run away back when I saved him. So, I was thinking why that may have been. Honestly, I was pretty desperate at the time, so I don't remember much. But in the back of my head, I was thinking what you would do in that situation. I mean, you put yourself on the line to stop Kamoshida, and probably other villains too. So, I thought there had to be something I could do myself. I was only acting out of fear though. Warum kriegt man jetzt eigentlich noch Punkte? You know, I've always wanted to change. I wanted to go from the dull nobody everyone messes with to the famous world-renowned hero. But you helped me realize something important. Heroes aren't heroes because they're famous. It's because they fight for other people. Looking back on it, what I really wanted to change was the weak me. The me on the volleyball team who let wrongdoing go unpunished, even though I knew it was unjust. The cowardly me who looked the other way when people I knew were in need of help. Tell me the truth. I only changed because you stole my heart, right? Ich habe mich nur verändert, weil ich mein Herz gestohlen habe, oder? Huh? You mean I didn't have a change of heart? Wir haben so dran geguckt und dachten uns, nee, du bist es nicht wert. No, it really was. Das Stöhnen geskippt. You changed my heart. All this time I've been looking up to the Phantom Thieves, pretending to be a collaborator. And now, I'm finally able to stop pretending. Truth be told, I had given up. I accepted that I was a zero. That my existence was meaningless.
Kann man theoretisch mit Klima schon so früh fertig machen? But I've learned. I may not be able to change the world, but I can change myself. Whether I sulk about my inability to do anything or hold my head high and look to the future. My perception shapes the boundaries of my world. It all comes down to what's inside my heart. I might still mess up every so often, but as long as you're here, I'll be able to stand up again. So, I may not be the best person around, but you can feel free to rely on me at least sometimes. And no matter what the world says, I'll be rooting for you. Just like you were for me. Ich spüre eine starke Bindung zwischen Mishima und mir. Juhu! Das ist eine geile Belohnung. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Abgesehen von irgendeiner komischen neuen Persona. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened to the ultimate secret of the moon, granting thee infinite power. Bam. Damit verdienen Ersatzmitglieder ebenso viel EP wie aktuelle Mitglieder. Nett. Alright. Erlösungswunsch. Alright. Fusion freigeschaltet. Du kannst jetzt Sandal Phon fusionieren, die mächtigste Person des Montagana. You know what? I'm going to find you an awesome request. Mhm. That's all I can really do for you right now. But I'm working on that documentary too. I even plan on making it into a book someday. I bet anyone who reads about the Phantom Thieves would find the hidden courage within themselves. Maybe that means I can use that book to change people's hearts. Mach ein Bestseller daraus. All right, I'm on it. Oh, but before that, I'm hungry. Come on, let's grab a bite to eat on the way home. Maybe a buffet? Wait, no, we should save that for after I get all my book royalties. You better be looking forward to it. Also, welche letzten Worte, die er schon gesagt hat? Oder die jetzt kommen? Oh, my heart. Swoon. Oh. Okay, er sagt nichts mehr. Was machen die Phantomdiebe? Sind sie diesmal nicht ein bisschen spät dran? Ich bin total angespannt. Ja, die können Okumura locker fertig machen. Everyone's incompetent. Die Phantomi sollen sich beide Okumura vornehmen. Nicht nur denen, sondern alle Firmen, die ihre Angestellten ausbeuten. Und bei der Hauptmacht the world turns against you, I'll be rooting for you. Hm. Oh oh, passiert das noch? Genau, sind wir aber auch dran. Was für einen gilt, muss für alle gelten. Das wäre nur fair. Man. Warum gehen sie denn auf uns los? Ich finde auch so langsam, ja, die Folge ist vorbei. Ich finde, es wird, glaube ich, auch mal so langsam Zeit, jetzt mal mit dem Tempel anzufangen. Tempel. Sein Zelda dann, ne? Beginnen wir mit dem Unterricht. Es geht da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Well. Herr Ushimaru, bitte sofort ins Lehrerzimmer. What's going on? What? Ich weiß nicht, was das soll. Beschäftigt euch selbst mit dem Stoff, bis ich wieder hier bin. Freistunde. Hey. Diese Stimme, war das nicht Kawakami in der Durchsage? Das war nie im Leben echt. Es muss das Signal gewesen sein. Freizeit in anderen Klassen. Kawakami ruft manchmal Lehrer vom Unterricht weg, wodurch du Zeit erhältst. Nutze diese Freizeit, um zum Beispiel zu lesen oder deine Fritationswerkzeuge herzustellen. Wenn du stattdessen lernst, steigt dein Wert Wissen bei. Das bitte im Hinterkopf. Bitte, bitte im Hinterkopf. Kawakami hat uns freundlicherweise etwas Freizeit gegeben, also sollten wir sie gut nutzen. Schlafen. Schlafen ist random. Ich denke mir so, ich bin in der Schule, lernen. Ich muss ja auch noch kommen. Ich lerne. What? Wirklich? Naja, ist im Endeffekt deine Entscheidung. Nice. Random Noten.
Lesen ist Lernen. Alles das Gleiche. Ist ein bisschen klüger jetzt, wo du die Schule so ernst nimmst. Ach, lesen können wir selbst ein Buch aussuchen. Im Ernst, die wussten nicht mal, wer mich aus dem Unterricht geholt hat. Aber egal, machen wir weiter. Ich bin überrascht, dass du dich entschieden hast zu lernen. Wir hätten freie Wahl gehabt. Ja, ich muss halt Prüfungen, ne? Wir schulden Kawakami wirklich was dafür, dass sie uns freie Zeit verschafft hat. Glaubst du, von dumm, die wir drehen durch? Ich habe auch Okumura geschrieben. Hoffentlich kümmern die sich bald darum. Der ist anscheinend total korrupt. Wenn jemand einen Sinneswandel verdient, der hat dann er. Der Vorstand übt Druck auf den stellvertretenden Direktor aus. Mit dem stellvertretenden Direktor stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Alright, so können wir spielen, ist die Frage aller Fragen. Bald. Hey, was treibt Akechi so? Er hat sich versteckt, nachdem sich alle gegen ihn gewendet haben. Die öffentliche Meinung über ihn und uns hat sich gedreht, aber ich glaube kaum, dass er aufgibt. Und wenn wir uns nicht beeilen, wenden sich die Leute als nächstes gegen uns. Es gibt schon erste Anzeichen. Na los, wir dürfen unsere Beliebtheit nicht vergeuden. Ich würde auch gern meinen Vater aufhalten, zum Wohle aller. Wenn man Harus Umstände bedenkt, müssen wir das durchziehen. Sehr gut. Nach der Schule. Liebesunterschule. Ja, wer ist denn alles so da? Oh, Maruki. Takemi. Takemi ist aber nicht maximales Level. Was ist das denn? Na gut, dann gehe ich erstmal kurz shoppen. Also boosten. Ja. Ich werde halt schon so langsam mal dahin. Und dann schau weiter. Aber Maruki ist halt schon gut so, ne? Here we go. What do you think? Ja, ja. So. Ganz kurzes Interesse. Okay, sie ist auch immer noch nicht fertig. Ja gut, erstmal beende ich jetzt die Folge und dann denke ich mal scharf darüber nach, was wir beim nächsten Mal machen. Tschüss.